bin Margit Rasfeld. Ich leite die Evangelische Schule Berlin Zentrum. Das ist eine Aufgabe von mir und die andere Aufgabe ist die, andere Schulen zu ermutigen, zu inspirieren, ihre Lernkultur zu verändern. Schule muss vorbereiten aufs Leben. Das ABC des Wissens reicht ja lange nicht mehr. Wie kannst du Dinge wie Unternehmensgeist, Risikobereitschaft, Mut, das kannst du ja nicht am Schultisch lernen, ja, indem du ein Arbeitsblatt ausfüllst. Die Kernbotschaft von Schule im Aufbruch ist: Transformiert eure Schulen von Orten der Wissensvermittlung zu Orten der Potenzialentfaltung. Der Mensch steht im Mittelpunkt und wie man gut lernen kann und nicht das Schulbuch, der Stoff, der Plan. Die Basics in Deutsch, Englisch und Mathe lernt man hier selbst organisiert und kann sich immer morgens entscheiden, wo gehe ich hin, was mache ich heute, ist sehr gut begleitet. Aber die Lehrer können nicht in dieses alte Muster, ich halte eine Stunde ab. Selbstorganisation. Kannst du nur lernen, indem du das tust. Das zweite ist Komplexität, Perspektivwechsel, überhaupt ein Gefühl dafür, wie Wissen auch zusammenhängt. Deswegen ist hier Projektlernen auch zentral. Und das dritte ist, wie lernst du Handlungsmut mit Veränderungen umzugehen, zu scheitern, etwas Sinnvolles zu tun, dich zu engagieren und zu merken, was das mit dir macht. Deswegen ist der dritte große Bereich bei uns das Lernen im Leben an sinnvollen Aufgaben. Und da haben wir die Fächer Verantwortung, das Fach Herausforderung, dreimal. Du gehst 3 Wochen in die Welt hinaus mit 150 Euro und bewältigst eine selbstgestellte Herausforderung. Da entwickelst du Persönlichkeit, Entscheidungsfreude, Umgang mit Risiko. Da lernst du wirklich im Team. Ich erreiche im Moment ca. 30.000 Menschen im Jahr durch Vorträge, Workshops. Wir sind eng verbunden mit ca. 50 Schulen und wir sind in guten Austausch mit ca. 600 Schulen. Viele brauchen dann Begleitung und Unterstützung und Hilfe. Dazu haben wir die Gemeinschaft, die Vernetzung, die Möglichkeit auch, dass sie voneinander lernen. Montags ist hier Lehrerfortbildung. Den Hauptteil der Fortbildung haben die Schüler. Die Schüler irritieren mit ihrer Präsenz, mit ihrer Begeisterung, die rühren die Menschen an. Also die Kinder haben die höchste Überzeugungskraft. Nach Inspiration und viel Begeisterung von Schulen sind wir jetzt dabei, das Ganze in eine Struktur zu bringen, dass wir auch in die Breite gehen können. Und dafür brauchen wir auch ein Geschäftsmodell. Die Transformation des deutschen Bildungssystems ist eine Riesenaufgabe. Erfinden wir die Zukunft, die wir uns wünschen? Erfinden wir die Bildung, die wir uns wünschen? Und da brauchen wir jeden und jeden, der mitmacht, der sich hinterklemmt, der einfach dahinter steht, die Aktiven und die Stützer. Aber jeder kann dabei sein und wir brauchen auch jeden. Sonst kriegen wir dieses große Vorhaben nicht so stark in die Welt, so schnell in die Welt, wie es eigentlich nötig ist. Ich bin Margit Rasfeld und ich bin Ashoka-Fellow.